Andacht vom 9.06.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Bis ans Ende. Diesen Morgen wachte ich auf. Klar, ich bin ja da. Also, ich wachte auf und eine Schriftstelle explodierte in mir. Jesus, der wusste, dass seine Stunde gekommen war, liebte seine Jünger bis ans Ende. Ich dachte gleich über Johannes 13 nach. Ich ging zu meinem Stuhl und dachte weiter darüber nach. Die Bibel sagt, wenn wir nicht lieben, leben wir nicht richtig. Wir müssen alles in Liebe beginnen und diese Liebe bis zum Ende durchziehen. Das Erste, was ich euch sagen will, ist, Jesus liebt dich bis zum Ende. Wenn du von ihm wegläufst oder sogar Gott fluchst, wenn du ihm deinen Hass und deine Enttäuschung hinwirfst, er wird dich immer lieben. Woher wissen wir das? Weil Jesus den Vater repräsentiert. Er zeigt uns das Herz des Vaters. Stellt euch vor, wir würden unsere Zeit im Gebet verbringen, wie Jesus es tat. Wenn er früh aufstand, um zu beten, versuchte er nicht, den Vater von irgendetwas zu überzeugen. Denn er war dem Herzen des Vaters nahe. Er verbrachte die Zeit damit, sein Herz mit dem Vaterherz Gottes in Einklang zu bringen. Das sagt Jesus. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Das tut man, wenn man das eigene Herz mit dem des Vaters in Einklang bringt. Er war nur verbunden mit dem Vater. Er wandelte in Frieden und tat, was der Vater ihm gezeigt hatte. Kurz vor seinem Tod zeigte er seine Liebe auch zu dir. Liebe bis ans Ende. Was dagegen machen wir Menschen? Wir sagen, du hast mich oft genug getäuscht. Tut mir leid, das war jetzt zu viel, ich mag nicht mehr. Doch Jesus vergab allen. Judas war drauf und dran, ihn zu betrügen und zu verraten, und Jesus bot ihm den neuen Bund an. Es geht nicht darum, wie oft du versagst und Jesus enttäuscht hast. Er wird dich lieben bis zum Ende. Das ist für unser religiöses Denken so schwer zu verstehen. So wie wir menschlich denken, so ist Gott nicht. Das ganze Gespräch in Johannes 13 endet damit, der stolze Petrus meint, er würde immer zu Jesus halten. Doch dann verriet er ihn. Aber Jesus liebte ihn trotzdem und bis zum Ende. Jesus sagte nie zu Johannes, weide meine Schafe, denn er verriet ihn nicht. Aber er zeigte Petrus, du kannst mich dreimal verleugnen, du kannst stolz sein, du kannst alles vermasseln. Und ich frage dich, weidest du meine Schafe? Er liebte Petrus bis ans Ende und er traute ihm zu, sein Wertvollstes zu hüten. Wenn ich ein Geschäftsmann wäre, würde ich diesem Mann noch etwas anvertrauen. Nein, aber Jesus tat das. Wir müssen diese Botschaft jeden Tag neu in unsere Herzen schreiben. Jesus liebt mich und das bis zum Ende. Das muss auf unseren Herzen eingraviert sein. Jesus liebt dich. Wirklich. Wirklich. Etwas hat mich wirklich bewegt und mein Herz war so angetan davon. Mit Daniel war ich vor nicht allzu langer Zeit auf einer Konferenz in Brasilien. In letzter Zeit musste ich mein Herz verändern, die Prioritäten sind jetzt anders. Erst kommt Brasilien Kids Care, dann die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Konferenzen stehen nicht mehr an erster Stelle. Auf dieser Konferenz bekam ich am ersten Abend ein Wort vom Herrn für einen Mann. Am zweiten Abend saß sein Freund oder Ehemann sehr nah bei ihm und der Herr gab mir ein prophetisches Wort für diesen Partner.
Das religiöse Denken wollte mich dazu bringen, es nicht zu sagen. Der Geist Gottes sagte, setze das Wort frei. Mein Denken rief, er ist homosexuell, das kannst du nicht machen. Gott liebt diese Menschen so sehr, ich entschied mich, den Geist Gottes fließen zu lassen. Es war so wunderbar, zwei homosexuelle Männer so geliebt zu sehen von Jesus. Einer der Männer war früher Lobpreisleiter, einer der bekanntesten Lobpreisbands der Welt. Als er seine Neigung offenbarte, wurde er zurückgewiesen und hinausgeworfen. Jesus liebt diese Menschen so sehr. Ich predige hier nicht, dass Jesus die Homosexuellen so akzeptiert. Sünde ist Sünde. Aber wenn wir sie verurteilen, zweifeln wir Jesu bedingungslose Liebe an. Ich erinnere mich an noch eine Geschichte, die ich mal hörte. Ein Mann war sehr bekannt und erfolgreich im Athletensport. Er erzählte uns seine Geschichte. Er war verstrickt in Pornografie. Er war Christ und versuchte alles, um diese Sucht loszuwerden. Ohne Erfolg. So gab er es auf zu kämpfen. Während er wieder einmal einen Porno anschaute, kam Jesus herein und umarmte und streichelte und liebte ihn den ganzen Film hindurch. Das machte den Mann frei von Pornos. Verurteilung macht uns nie frei von Sucht. Das Kreuz hat schon alles vollbracht, aber oft genug glauben wir das nicht, weil wir nicht glauben, dass er uns so liebt. Wir denken, er lebt seine Beziehung zu uns aufgrund dessen, was wir sagen und tun und so weiter. Das stimmt nicht. Er liebt uns ohne Bedingung. Das muss unser Herz wirklich glauben. Als ich heute früh aufwachte und hörte, Reinhard, ich liebe dich wirklich bis zum Ende. Das traf mich tief. Die Jünger vermasselten es so oft. Immer wieder tadelte Jesus sie wegen ihres Unglaubens. Aber am Kreuz und auch danach machte er ihnen klar, ihr habt es so oft vermasselt, aber ich liebe euch bis ans Ende. Für Petrus war es wohl am schwierigsten, Jesu Liebe anzunehmen, meine ich. Das steht nicht in der Bibel, aber ich denke, dass es so war, weil Petrus davon getrieben war, selbst zu handeln. Jesus liebt uns nicht auf falsche Weise. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Erfahrung. Die Bibel sagt so einfach, Jesus wusste, wohin er ging und er liebte die Seinen bis ans Ende. Würde nur dieser Satz dastehen, wäre das so religiös wie Gott segne dich. Das mag ich gar nicht. Es ist nur eine Floskel. Viele Menschen denken nicht einmal daran, was sie da sagen. Aber in der Bibel steht nicht nur, dass Jesus die Seinen bis ans Ende liebte, sondern Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Er diente ihnen als niedrigster Diener. Glaube ich, dass es wichtig ist, die Liebe Jesu zu spüren? Ja. Aber glaube ich, dass das andauernd nötig ist? Nein. Es hilft uns nichts, zu einem Gemeindeabend zu gehen. Dort meditieren wir über die Liebe Gottes. Wir erleben die Liebe Jesu. Wir weinen. Wir erfahren die wunderbare Liebe. Das ist gut. Ich weine auch den ganzen Tag über die Liebe Jesu zu mir. Aber ich lebe nicht in einem dauernden Gefühl der Liebe Jesu. Das geht gar nicht. Und unsere Herzen wären enttäuscht darüber, es nicht dauernd zu fühlen. Wir müssen Jesu Liebe erfahren. Das geht so. Herr, im Glauben nehme ich an, dass du mich liebst, bis ans Ende. Wir überzeugen unsere Herzen, das ist wichtig. Dann müssen wir sagen, du sagst nicht nur, dass du deine Jünger liebtest. Du lebtest es, indem du ihnen die Füße wuschest.
öffnet eure Herzen und sagt: Herr, danke, dass ich fühle und spüre, dass du mich bedingungslos liebst. Ich brauche jeden Tag einen praktischen Beweis dafür, dass du mich liebst. Das ist das, was wir brauchen. Aber wir sind wie Petrus. Ich habe den Petrus in mir entdeckt. Vor circa 3 Monaten war das. Das ist jetzt sehr persönlich. Der Herr sorgte für eine persönliche Assistentin für mich. Marina kam zu uns und sie hatte keine Wohnung. Debbie und ich schauten uns an und luden sie spontan ein, in unserem Haus zu wohnen. Eine Woche später waren Debbie und Marina beim Einkaufen. Marina sagte zu Debbie: Ich brauche dringend einen Job. Debbie antwortete: Bete nicht dafür, sondern danke Jesus, dass er dafür sorgt. Ich wusste nicht, was die beiden redeten, aber der Heilige Geist sagte zu mir im Büro: Stell Marina an. Ich rief Vinicius an: Wir müssen Marina einstellen. Als sie heimkamen, sagte ich zu Marina: Du bist engagiert. Sie ist jetzt die Sekretärin von Brazilian Kids Care und meine persönliche Assistentin. Marina begann, viele Dinge für mich zu erledigen. Dabei entdeckte ich den Petrus in mir. Wasch mich nicht, Jesus, das bin ich nicht wert. Der Herr zeigte mir, wo mein Herz kontrolliert. Wenn Jesus dir die Füße wäscht, lass es zu, genieße es. Gestern holte mich Marina um 4.30 Uhr morgens vom Flughafen ab und es fiel mir nicht mehr schwer, das anzunehmen. Immer wieder finden wir den Petrus in uns. Das kannst du nicht für mich tun, das lasse ich nicht zu, ich komme schon klar und so weiter. Es geht nicht darum, Menschen zu benutzen, aber viele von uns haben einen Petrus in uns und lassen Hilfe nicht zu. Wenn die Liebe auf praktische Weise zu dir kommt, musst du deinen Petrus konfrontieren. Sonst wirst du versagen, wenn die Prüfung kommt. Petrus sagte: Jesus, du sollst mir nicht dienen, ich diene dir. Jesus aber antwortete: Wenn du nicht zulässt, dass ich dich bis ans Ende liebe, wirst du nicht mein Jünger sein können. Der Petrus in deinem Herzen muss sterben. Sag: Jesus, hier bin ich. Ich möchte von dir geliebt und bedient werden bis ans Ende. Und wenn ich in praktischer Weise Liebe erfahren soll, will ich zulassen, dass es mir geschieht. Nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagte er noch was zu Petrus. Wenn du versagt hast, komm zurück und dann werde ich mit dir reden und du wirst deine Brüder ermutigen. Warum sagte er das? Weil Petrus sonst sein restliches Leben mit Schuld und Scham gelebt hätte. Und Johannes hätte gesagt: Ich bin derjenige, der Jesus immer liebte. Petrus erlebte auf sehr praktische Weise, wie Jesus ihn liebte bis ans Ende. Nach seinem Versagen wurde er von Jesus zurückgeholt. Es fand ein privates Gespräch statt. Und Petrus erhielt als einziger von den Jüngern den klaren Auftrag, die Schafe zu füttern und für sie zu sorgen. Warum Petrus? Ich denke, weil Petrus dahin gekommen war, dass er Jesus erlaubte, ihm praktisch zu dienen. Und nun konnte er das weitergeben bis an sein Ende. Schaut den ganzen Kontext in Johannes 13 an. In Vers 34 lesen wir: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wenn du nicht bereit bist, dass Jesus dich vollkommen liebt und dir ganz dient, wirst du nicht bis zum Ende dienen können, weil du die anderen nicht bis ans Ende lieben kannst. Es geht nicht darum, wie viel du vermasselst. Jesus läuft dir nach. In der Tiefe unserer Herzen ist eine Botschaft.
wenn wir alles gut machen und Gott gut dienen, wenn wir in der Bibel lesen, beten und Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir den Armen helfen, dann wird Gott uns wirklich lieben. Das glauben wir und danach leben wir. Wir lieben die Menschen, um es Gott recht zu machen. Und wir lieben vor allem die Menschen, die alles richtig machen. Es ist das falsche Motiv, Menschen zu lieben, um geliebt zu werden. Wir leben in der Zeit, wo sich eine Gemeinde herausbildet, die sich von Jesus bis ans Ende lieben und bedienen lässt und dann selbst liebt und dient bis ans Ende. Und so lieben wir auch einander. Mein Herz brennt so sehr dafür, die Religion zurückzuweisen und eine wahre Kirche aufzubauen. Ich werde immer zulassen, dass Jesus mich liebt und mir dient. Dann kann ich das Gleiche tun. Amen.